kennst du den Whitehead? Den haben vielleicht 20 bis 30 Spieler weltweit. Wie bekommt man das Ganze denn? Und zwar muss man nämlich Rocket League hacken. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Rocket League Video geht es mal um das mit Abstand seltenste und teuerste Item in ganz Rocket League, und zwar um den Whitehead. Und an der Stelle würde mich direkt mal interessieren, kennst du den Whitehead? Weißt du überhaupt, was das für ein Item ist? Ja, hau es mir mal unbedingt in die Kommentare, denn ich glaube, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der überhaupt jetzt gerade gar keine Ahnung hat, wovon ich rede, was das für ein Item ist, wie teuer das überhaupt ist und vor allem, wie man es bekommen kann oder vielleicht, wie es sogar aussieht. Ja, ich meine, das versteht sich ja eigentlich von selbst. Ja, Whitehead, ein weißer Hut quasi einfach. Ja, sieht super standardmäßig aus, ja, ist aber trotzdem verdammt selten und somit natürlich auch verdammt teuer. Bevor wir jetzt starten, lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da, würde mich mega freuen und ich würde sagen, dann können wir auch direkt loslegen. Im Hintergrund habt ihr wirklich wieder ein sehr, 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 sehr geiles Gameplay. Ja, aber ich bin wirklich heute richtig gehypt, vor allem wenn es um den Whitehead geht, da ich den einfach selber auch mega gerne hätte. Aber ich sage euch ehrlich, so viel Geld möchte ich dann dafür doch nicht ausgeben. Denn es ist auch wirklich ultra crazy, wie man den überhaupt bekommen kann. Ja, also der Whitehead ist an sich wirklich ein normaler, standardmäßiger weißer Hut. Jedoch ist es halt eben ein Rocket League Item, was nur super selten vergeben wurde. Den haben vielleicht 20 bis 30 Spieler weltweit. Und das sind halt wirklich nicht viele Spieler, wenn man das mal auf die komplette Rocket League Community schaut, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Haben wirklich ultra wenige und somit ist er halt eben verdammt selten. Und es gibt sogar, glaube ich, gerade keinen einzigen Whitehead zum angebotenen Verkauf. Ja, also ich habe jedenfalls keinen gesehen, weil ich einfach mal nachschauen wollte, was denn so jemand dafür haben möchte. Der Whitehead ging in den vergangenen Monaten, Wochen, Jahren schon hin und wieder einmal weg, ja. Und zwar für 2.000 Dollar, für 3.000 Dollar, für 7.000 Dollar, für 10.000 Dollar oder auch für 12.000 Dollar. Also der wurde hin und wieder schon verkauft, ja, für wirklich so geisteskranke Summen. Also wirklich, wer legt so viel Geld wirklich für so einen weißen Hut im Spiel hin, ja? Das ist schon wirklich crazy. Also ich glaube, ich würde so maximal vielleicht 1000 Euro für den bezahlen. Da ist dann bei mir schon die Grenze wirklich, ja, was ich für den bezahlen würde. Aber ich muss sagen, ich finde sogar, glaube ich, den Alpha Boost cooler als den Whitehead, ja. Übrigens, falls ihr mein Video zum Fake Whitehead noch nicht gesehen habt, unbedingt auschecken. Ich habe Leute verarscht mit einem Fake Whitehead. Ja, ist auf jeden Fall ganz lustig gewesen, müsst ihr auf jeden Fall euch gerne mal reinziehen. So, aber jetzt natürlich überhaupt erstmal die Frage, wie bekommt man überhaupt den Whitehead? Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, ob man den überhaupt noch so bekommen kann. Falls ich jetzt falsch liege, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, denn ich hatte so verschiedene Sachen gelesen, ja. Zum einen, dass es eben noch so geht, zum anderen halt eben, dass es nicht mehr geht. Dass es eben seit, glaube ich, Mai 2021 verändert wurde, dass man eben jetzt nur noch einen Spielertitel bekommt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass es auch eventuell möglich ist, dass man eben beides bekommen kann. Also immer noch den Whitehead und immer noch den Spielertitel. Denn es gibt eben auch zum Whitehead einen der seltensten Spielertitel, und zwar Whitehead Legend. Den haben eben nur Leute, die den Whitehead haben. Ist natürlich logisch, ne? Also klingt plausibel. Also wenn ihr irgendwann mal einen Spieler sehen solltet in-game, der den Whitehead Legend Titel hat, dann hat er auch den Whitehead und somit ist er auf jeden Fall echt reich, beziehungsweise hat auf jeden Fall ein bisschen Kohle auf dem Rocket League Konto, denn der ist halt verdammt viel wert, der Whitehead. Genauso wie ein Alpha Boost oder andere Alpha oder Beta Belohnungen. Ja, in meiner Augen ist ja immer noch der Alpha Boost das geilste Item überhaupt in ganz Rocket League. Ja, aber wie bekommt man das Ganze denn? Und zwar muss man nämlich Rocket League hacken und Psyonix einen Fehler aufweisen, den sie im Spiel haben. Das Ganze ist also wirklich kompliziert und nicht für jeden machbar. Man muss gewisse Developer-Skills haben, um das Ganze überhaupt hinzukriegen, beziehungsweise muss einfach ein Hacker sein, muss sich in Rocket League in die Dateien hacken und da halt eben schauen, was da falsch läuft. Wenn man das Psyonix damals gesagt hat, dann hat man den Whitehead bekommen. Und somit fällt diese Sache sowieso für mich weg, weil ich absolut keine Ahnung vom Hacken habe, keine Ahnung von irgendwelchen Dateien.
Programmiersprachen oder sonst was, aber ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr da auf jemanden treffen solltet, der den Whitehead hat, hat er den entweder natürlich jemanden abgekauft, das kann natürlich sein, oder er hat halt eben, ja, Rocket League gehackt und hat dann eben Psyonix diesen Fehler aufgewiesen. Das Krasse ist halt wirklich, dass eben wirklich nur so 20 bis 30 Leute den überhaupt haben auf der ganzen Welt. Und ich habe nicht mal ein einziges Angebot für den gefunden, ja, beziehungsweise kein reales Angebot, ja. Was ist denn eure Meinung zu Whitehead? Würdet ihr sagen, das ist auf jeden Fall mega korrekt von Psyonix, dass sie eben Hackern als Dankeschön, dass sie eben Fehler aufgewiesen haben, also sozusagen gutmütige Hacker sind das ja. Würdet ihr sagen, das ist korrekt von Psyonix, dass sie denen eben den Whitehead gegeben haben oder auch den Spielertitel Whitehead Legend? Oder sagt ihr, ey, nee, voll kacke, weil wir haben gar keine Chance, den zu kriegen, beziehungsweise ihr habt ja die Chance, ihr könnt das ja lernen, das Hacken, aber ist halt nicht so leicht und ziemlich kompliziert. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht gibt es ja sogar den ein oder anderen Zuschauer von euch hier, der den Whitehead hat. Glaube ich zwar eher weniger, aber man weiß ja nie, Leute. Deswegen haut es mir mal in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Oder ihr kennt irgendjemanden. Ja, ich bin auf jeden Fall interessiert, aber ich glaube, dass ich nicht so viel Geld dafür bezahlen würde, wie der ein oder andere dafür haben wollen würde. Das Ding, was ich auch immer sehe, man muss natürlich einen Käufer finden. Das ist halt das Ding, wenn man das Ding verkaufen möchte. Und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, die überhaupt da... Das ist, ihr könnt euch das wie so eine krasse Immobilie vorstellen. Ja, wenn es so ein Millionenhaus für 200 Millionen gibt, dann gibt es nur wirklich so 5 Leute auf der Welt oder so, die da überhaupt mitreden können oder Interesse haben, sich das Ganze zu kaufen. Genau, das ist auf jeden Fall mein Video zum Whitehead. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was das überhaupt ist, was damit auf sich hat, weil viele wirklich gar keinen Plan, glaube ich, davon hatten. Ich selber musste mich auch erstmal damit befassen. Deswegen, denke ich, konnte ich hier den einen oder anderen mal aufklären. Haut mir unbedingt in die Kommentare, ob man den immer noch bekommen kann oder ob sie das wirklich jetzt geändert haben, dass man nur noch den Spielertitel von Whitehead Legend bekommen kann. Ja, oder ob man eben beides bekommen kann. Haut mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mareepers. Yo, ciao, ciao.